Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wartet ein ziemlich langes Video für euch. Und zwar geht es an CD Days View, wo ich 3 Prüfungen werde starten. Eine heute und 2 morgen. Heute werde ich ein Kurs anreiten. Und morgen dann ein GNU3 und ein GNU45. Und wieder versuche ich, ein bisschen mehr mitzunehmen, was ja mein Ziel dieses Jahr ist. Und jetzt bin ich gerade hier in unserer Sattelkammer, die noch nicht ganz fertig ist. Ich zeige euch sie dann mal, wenn sie fertig ist. Hinter mir gesehen meine Magic Tag Sammlung. Und ich bin jetzt, es ist morgen um 9 Uhr. Bin ich hier, weil ich den Lemmy noch waschen muss, also das Bein und vor allem den Schweif. Und dann tue ich noch zöpfeln, weil die Prüfung ist erst heute Nachmittag um 3:30 Uhr, also haben wir gar keinen Stress und können alles heute Morgen machen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Lemmy ist jetzt schon zöpfelt und ich habe heute mal etwas grössere Zöpfe gemacht. Dafür gibt es nicht ganz so viel. Es sind sich natürlich vor viel grösseres hinten, weil hinten ja nicht so viel Haar hat. Aber ich finde, alles in allem ist es gar nicht so schlimm. Und jetzt bekommt er seine Strahldecke drauf. Ich lege ihn ins Hausteil an, wo er Mittag gerne geht in den Hang rölen. Und dann werden die Zöpfchen kaputt und von Sang. Und dann kommt er rein. Darf bis Mittag fressen, also kein Kraftfutter. Dann noch ein bisschen Gras würfeln und sich durchfuttern. Und dann putzen wir den putzen. Und dann geht es schon mal los. Just be friends. Something deep within.
Wir sind jetzt wieder daheim. Der hat ja jetzt gerade die Prüfung gesehen, also das Gehorsam. Und ich bin wirklich schon, als ich rausgekommen bin, sehr, sehr zufrieden gewesen. Er war schön ruhig gewesen. Beim Linksangeln bin ich kurz so ein bisschen verzögert, ein bisschen komisch. Und beim Schritt rausgehen, was ja auch noch bewertet wird, ich habe das Video jetzt noch gar nicht angeschaut, weiß nicht, ob es drin ist. Dort hier war mir auch so ein bisschen nörgelig gewesen. Aber die Helferin ist schon reingelaufen, also es hat mich so ein bisschen verunsichert. Aber es ist wirklich gut gelaufen, er ist schön getrabt. Bei der Stange, ja, er steht wieder im Ding auf dem Blatt, dass er mehr dehnen kann. Aber eben, ja, für ihn ist es mega schwer. Ich probiere jetzt halt auch mit Zügel die Flanke. Jetzt steht natürlich zusätzlich mit ihm, dass die Zügel nicht dran hängen dürfen. Aber alles in allem haben wir wirklich ein gutes Programm können zeigen. Der Max ist hier. Und ich war wirklich zufrieden gewesen. Und dann sind wir nicht verräumen, hat Futter bekommen, sind wir wieder runter. Und dann war es sicher, dass ich schon online war. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch zweit gewesen. Und dann bin ich, hat mich natürlich schon mega zufrieden gemacht. Es war nur jemand vor der anderen. Und dann war es schon, glaube ich, zu dem Ziel gewesen von 16. Und zum Schluss hat es dann für den dritten angelangt. Nur ein bisschen mehr als 1% hinter der ersten, also das war alles sehr, sehr knapp gewesen. Und klar, jetzt rangmässig habe ich mich jetzt in den letzten drei Kursen eigentlich nicht so viel verbessert. Und heute haben sie auch ziemlich streng bewertet, das heisst, die Prozent sind nicht so hoch, ich hatte nur 67% gehabt. Und sonst hat aber die erste irgendwie fast 80% in den Kursen. Aber ich muss sagen, so vom Gefühl her, und er war ruhig gewesen und auch vom ganzen Äußerlichen her habe ich das Gefühl, ist es wirklich schon viel, viel besser als vor 2 Jahren, wo wir ja 14 geworden sind, gleiche Prüfung. Das Video kann ich sonst hier oben mal noch verlinken. Dann könnt ihr euch schnell anschauen, wie es dann noch ausgesehen hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Das Ziel vom Wochenende ist jetzt eigentlich erreicht. Und morgen gehen wir einfach noch die 2 Programme reiten für Routine. Dass er immer ruhiger wird im Dressur. Ich immer besser weiss, was ich machen muss, damit er zum Beispiel sich nicht raushebt, dass die Anglobierung korrekt ist. Und das reiten wir sehr fest nur als Training. Und ja, das Startfeld ist relativ stark, das heisst, ich habe keine Chance auf eine Klassierung. Und für euch geht es jetzt direkt weiter und ich gehe jetzt erst schlafen. Wir haben jetzt Sonntagmorgen und zwar ist jetzt 7. Ich habe mich schon angelegt, wie ihr seht, und werde jetzt in den Stall gehen. Zuerst mal schauen, also ich muss ja noch 2 Tischabrücken mitnehmen und so. Schnell schauen, ob alles noch im Auto ist oder ob ich irgendetwas plötzlich rausgenommen habe. Oder ja, wer weiß. Einfach schnell das alles kontrollieren. Dann tun wir den Lemmy wieder putzen. Ich schaue noch schnell, ob die Zöpfchen noch ganz sind. Sonst tun ich
noch ein bisschen korrigieren, was bei meiner Einflechtart ziemlich gut geht, auch wenn es aufgegangen ist. Und dann geht es ja auch schon los. Heute starte ich, wie ich auch schon etwa drüben erwähnt habe, GNO 340 und GNO 540. Es ist mehr als Training und als Routine sammeln, denke ich. Ich erwarte gar keine Klassierung, das Feld ist mega stark. Ich habe glaube gestern auch schon gesehen. Ich bin einfach glücklich mit meiner Klassierung von gestern und reite heute komplett locker und schaue mal, was heute so läuft. Ich habe jetzt das Hausteil hier schnell aufgemacht, um zu kontrollieren, ob die Zöpfe noch ganz sind. Und der Lemmy möchte es euch nicht zeigen. Und wie ihr seht, sind sie eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Es ist kein aufgegangen. Und ich finde, die Lösung mit dem Hausteil ist sehr gut. Das kann ich natürlich im Sommer auch nicht machen. Aber jetzt im Moment ist das die beste Lösung. Shows, yeah. Show me your weird and your nerdy sides, and I'll show you mine. When things get crazy, or all is carefree. What are best friends for?
Die hat jetzt das GA3 und das GA5 gesehen. Und hier ist noch der Maxi. Und ich muss sagen, als ich aus dem GA3 rausgeritten bin, bin ich nicht so zufrieden gewesen. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er hat vorne mega rausgeschaut, weil dort war halt so die Sonne und hat es mega gefährlich gefunden. Und auch im Schritt hat er mega so auf die Tribüne raufgeschaut, wo sich... Also man hat die Musik dort hier, was ich mega laut gehört. Und dann hatte ich so das Gefühl, ja, das war jetzt nicht so gut gewesen, das könnte man eigentlich besser und lockerer. Anscheinend hat es auch alle anderen anders gesehen. Schon meine Mama kam und hat gesagt, Mann, das war doch mega gut gewesen, das war mega locker gewesen, und schön gelaufen. Und dann ja, sind wir halt so hoch zum Anhänger. Und Patricia, die mit ist, ist umgeblieben. Und dann sind wir so, ja, du bist im Moment 6. von den 34 Starten. Und ich so, das kann gar nicht sein. Und tatsächlich ist es so gewesen. Und am Schluss bin ich 9. geworden von 42 Starten. Nein, 38 Starten. 9 von 38 Startenden. Auf jeden Fall waren wir klassiert gewesen. Und nicht mal letztes klassiert, sondern es waren 12 Klassierte gewesen und wir sind 9 geworden. Und wir hatten 63 und etwas Prozent gehabt, also weit über unserem bisherigen Bestresultat. Und ich bin einfach nochmal sehr, sehr zufrieden. Das hätte ich nie erwartet. Weil es ist ja, also ich war schon mal GA3 klassiert gewesen, das war aber so ein Anfänger-GA3 gewesen, wo wir keine Punkte haben durften. Und heute hat man bis 50 Gewinnpunkte im Dressur verstanden. Klar, nicht die Lizenzierten, nur Proveriter, aber trotzdem war es wirklich ein starkes Feld. Und ja, ich bin mega glücklich mit dem Lemmy. Es ist jetzt so unsere erste richtige Dressurklassierung. Und dann sind wir das GA5 noch geritten. Ja, wir waren so ein bisschen müde gewesen, aber ich hatte alles relativ gut geklappt. Und ich war auch mega zufrieden gewesen, aber dort hier muss man sagen, dort waren auch wirklich sehr, sehr starke Reiter am Start, die normalerweise viel höhere Dressur starten, also GA7 und 9. Und von den Prozent her haben wir genau gleich viel Recht wie letztes Herbst in Bern, was ich noch hier schnell verlinke. Was ja unser bestes Resultat im GA5 ist, also kann ich dort sehr zufrieden sein. Rangmässig hat es dann nur Rang irgendwie 6 letzte oder sogar, glaube ich. 26 von 32 oder irgend so etwas. Aber ich bin wirklich zufrieden mit diesen drei Prüfungen, die mir gegeben sind. Ich war tatsächlich zweimal klassiert an einem Surturnier. Das wird nie mehr vorkommen. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf die CC-Saison. Ich hoffe, dass ihr dort in der Sur auch so gut läuft. Dass wir dann endlich unsere erste CC-Klassierung auch noch ausreiten können. Und ja, mal schauen. Jetzt ist noch eine 3 Wochen Pause. Dann geht es weiter in Lenzburg mit 2 kombinierten Prüfungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.